Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch mal wieder eine App hier zeigen, die sehr nützlich sein kann, finde ich jedenfalls. Und zwar ist das ja eine Anti-Diebstahl-Alarm für unser Smartphone, unser Android-Smartphone hier. Die App, die heißt hier Alarmob. Ja, das kann man hier in den Play Store kostenlos herunterladen und installieren. Ich habe das jetzt schon gemacht, ja, installiert. Wenn wir jetzt die App hier zum ersten Mal öffnen, dann werden wir ja durch diesen Wizard hier müssen wir uns durchklicken. Ich lasse jetzt mal alles zu. Genau, dann gelangen wir hier direkt auf diese Seite hier mit den Einstellungen und hier haben wir die Möglichkeit einmal, ja, hier können wir einstellen, wann die Alarm losgehen soll. Einmal Motion, ja, das wird hier die Alarm aktiviert, wenn das Smartphone einfach nur ein bisschen bewegt wird, ja. Das können wir beispielsweise, weiß ich nicht, nutzen, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand an unserem Smartphone rangeht, sobald wir das Zimmer verlassen, beispielsweise. Oder hier haben wir Proximity, ja, das ist vielleicht ja, sehr nützlich hier oder praktisch. Die Alarm geht hier los, wenn das Smartphone aus der Tasche gezogen wird. Ja, sei es aus dem Rucksack, Reisetasche oder Hosentasche. Hier, wenn das Ladekabel getrennt wird, ja, wenn wir beispielsweise irgendwo sind und unser Smartphone aufladen, ja, und das Steckdose ein bisschen weiter weg ist. Ja, wenn jemand das rauszieht, das Ladekabel, dann geht das Alarm hier auch los. Hier einmal, wenn die SIM-Card ja, gewechselt wird, irgendwie. Und hier haben wir nochmal Kopfhörer. Ja, wenn die Kopfhörer getrennt werden, geht das Alarm los. Oder wenn die SD-Karte rausgezogen wird, ja. Genau, vorher, bevor wir jetzt hier einen kleinen Test machen, wie das funktioniert, müssen wir aber hier ja in den Settings hier nochmal auf der Seite müssen wir ein PIN vergeben, hier einen vierstelligen PIN. Ich nehme jetzt einfach mal viermal die 0, ja, um den Alarm hier auszuschalten. Bestätigen mit okay, okay. Hier haben wir die Möglichkeit, nochmal eine E-Mail, unsere E-Mail-Adresse hier einzugeben. Ja, da dann bekommen wir per E-Mail Fotos von den Dieb, ja, wenn wir so wollen, wenn das Handy beispielsweise geklaut wird und ja, da werden Fotos aufgenommen mit der Frontcam und uns an die angegebene Mail hier, Mail-Adresse gesendet, vorausgesetzt, ja, Internetanschluss ist da natürlich. Und hier haben wir ja nochmal die Flashlight. Genau, hier ist das mit dem Foto, ja. Wenn die Alarm losgeht, dann macht die Frontcam ein Foto. Genau, hier können wir nochmal, ja, Alarm einstellen und so weiter, die Töne. Das lassen wir aber erstmal so beim Standard hier. Und gehen einmal hier zurück. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Alarm aktivieren, hier, ich mache mal hier auf Motion. Ja, wir haben jetzt dieser Countdown geht los hier, 7 Sekunden. Und jetzt ist das Alarm hier, die Alarm aktiviert. Ja, sehen wir, auch wenn wir jetzt das. Ich sperre mal einfach den Bildschirm und wenn ich jetzt das Smartphone hier bewege, dann geht die Alarm los. Und jetzt brauchen wir den richtigen PIN hier, damit wir das wieder ausschalten. Ja, genau, ich jetzt sperre das mal. Zack. Genau, hier haben wir, ja, das können wir nochmal vielleicht testen mit dem Proximity hier. Und zwar genau, das wird jetzt hier über diesen Sensor hier gesteuert, wenn wir so wollen. Ja, halte ich jetzt einfach mit dem Finger zu. Das Smartphone ist jetzt in der Tasche, ja. Und wenn ich jetzt das rausziehe oder der Dieb, ja, und der Sensor hier frei ist, dann geht das Alarm wieder los und wir brauchen wieder den richtigen PIN.
Genau. Und so können wir jetzt hier, ja, je nachdem, was wir gerade brauchen, hier einstellen, ja, wie gesagt, Ladekabel, Kopfhörer und so weiter. Ja, das war's eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.